Hallo, meine Wolfies, auf der neuen Lobby von gomahadi.net. Und ich habe mir überlegt, so jetzt, wo sie neu da ist, da werde ich euch davon natürlich auch was zeigen. Was aber ja vorher leider, was ich nicht durfte. Hier haben wir einen. Achso, okay. Ich war gerade etwas verwirrt. Telekom, wer nennt sich denn so? Also hier haben wir eine Art VIP-Bereich. Das ist so, wie ich das verstanden habe, für YouTuber gedacht, dass sie da diese YouTuber-Runden starten können, wenn sie livestreamen und Co. So wie es das vorher auch bei Bed Wars gab. Ja, da haben wir ein riesengroßes Symbol. Diese Lobby ist, wie man ja wissen sollte, von den Pixelwiestern gebaut worden. Hier vorne sind sämtliche Spielmodi, wo man sich dann hin teleportieren kann. Sieht meiner Meinung nach eigentlich recht cool aus. Das Problem ist aber, dass, wie man erkennen kann, ich nur 40 FPS habe, was daran geschuldet ist, dass hier überall diese Rüstungsständer sind und die ziehen doch extrem viel FPS. Ich hoffe, dass das noch angeglichen wird. Diesen Vorschlag habe ich vor einer Weile, also als ich die Lobby das erste Mal gesehen habe, habe ich gemacht. Und dazu kommen noch andere Sachen, die ziemlich FPS ziehen sind, was ich aber gleich noch erklären werde. Ja, wir haben hier unsere Standardsachen plus Inventar. Das ist neu. Und ja, wieder steht Added Consistem, Cosmetics, Pets und More. Wir haben hier immer noch einen Kompass zum Teleportieren, aber hier vorne, tap, 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 gehen wir mal hier hin. Ist ein Villager. Da steht tägliche Belohnung. Hol dir deine tägliche Belohnung ab. Das können wir mal machen. Ein Lotterieticket, 1000 Coins und ein Lotterieticket. Das heißt, wir haben jetzt 2000 Coins und zwei Lotterietickets. So, das hier ist die Lotterie im Jackpot. Da könnt ihr sehen, was im Jackpot drin ist. Hier kann man die, ja, die Lotterietickets einlösen. Und zwar kriegt man dann hier Kisten und kann dann 5 Stück öffnen. Wir nehmen jetzt einfach mal die Ecken. Das heißt, wir haben hier einmal 187 Coins, einmal 17, einmal 78, einmal 16 und nehmen wir die hier noch, da sind 89 drin. Die kriegen wir dann alle, das sind dann, werden addiert und wir kriegen die komplette Punktzahl, also Coinzahl, die kriegen wir dann auf unserem Konto gut geschrieben hier an der Seite. Und man sieht auch, wenn Freunde da sind. Ich wusste gar nicht, dass ich so viele Freunde habe, ich sollte mal aussortieren, weil einige von denen spielen kein Minecraft mehr. Ja, wir haben noch eine zweite Lotterie. Ein zweites Lotterieticket, das können wir auch mal eben einlösen. So. Kein hoher Gewinn dabei. Hohe Gewinne sind nämlich, die leuchten dann, als wären sie verzaubert. So, was jetzt der wirkliche springende Punkt an der Sache ist, ich öffne euch mal eben. Man kriegt Hüte, man kriegt Boots, das heißt, man muss sie sich nicht mehr kaufen. Gekaufte Boots sollten also vorhanden bleiben. Und wenn sie jetzt direkt beim Neukommen der Lobby nicht drin sind, dann werden die wahrscheinlich jetzt die nächste Zeit kommen. Man kann Pets kriegen, man kann Mounts kriegen. Das ist ein Unterschied. Dann Effekte, ja, Gadgets, Musik, Ingame, das sind Kits für Skywars und Endergames. Und Special Items. So, wir spielen jetzt einmal hier. Holen wir uns. Oh, wir haben nicht genug. Schade. Und man kann sich doch einen auch theoretisch könnte man sich auch Kisten anderweitig kaufen. Da weiß ich nur gerade nicht, wie das funktioniert. Da müsste ich selber mal gucken, mich da durchfriemeln. Denn so wie ich das mitgekriegt habe, kann man sich jetzt die ganzen Coins, die man in den Spielmodi hat, auch dazu verwenden, um hier diese Kisten zu kaufen. Und durch diese Kisten kriegt man dann, das ist wie bei CSGO, dass es dann so durchrattert und dann bleibt es dann auf einem stehen und das kriegt man dann. Das ist random, was in diesen Kisten drin sind und der Wert davon ist auch random. Diese Gegenstände kann man dann wieder verkaufen für Coins, wenn man was doppelt hat. Oder auch, weil man kann so ein Item nur für eine gewisse Zeit benutzen und danach geht es kaputt und dann kann man es wieder für Coins reparieren lassen. Coins bekommt man halt durch diese täglichen Belohnungen und durch Spielen von Spielmodi. Das heißt, wenn ich jetzt eine Runde Skywars spiele und dann die Runde für mich zu Ende ist, indem ich sterbe oder gewinne, kriege ich dementsprechend Coins. Und um sich dann hier so eine Kiste kaufen zu können, muss man halt ein bisschen spielen.
So wie ich das mitbekommen habe, kann man halt auch die vorhandenen Coins von Skywars und Ender Games dafür verwenden, die Kisten zu kaufen. Wie das funktioniert, weiß ich aber nicht. Das müsste ich jetzt halt selber nochmal nachgucken und rausfinden. Ja, das ist so der Startpunkt der Lobby. Es gibt viel Platz. Die Lobby geht da ganz hinten noch weiter. Das lädt teilweise gar nicht. Und jeder einzelne Bereich, wir gehen jetzt mal eben zu TTT, zack. Das hier ist der Lobbybereich für TTT und das ist in dem Fall, ja, eine Stadt, die bombardiert wird. Geil. Also, Pixel Vista ist irgendwie so ein bisschen unangebracht, finde ich. Aber gut, jedem das seine. Okay, ich weiß das zum Beispiel bei Skywars. Wenn sie es nicht weggenommen haben, liegt hier vorne eine Leiche. Hier irgendwo müsste eine Leiche liegen. Hallo, Leiche? Genau, hier. Oder sogar zwei Leichen. Okay. Was ich ein bisschen unangebracht und mehr oder weniger auch kacke finde, ist, dass überall die Köpfe der Pixelbiester sind. Und wirklich überall. Wir können dann nochmal in die spawnen. So. Ich habe ja den Vorteil, ich kann hier fliegen. Das heißt, ich kann euch das mal zeigen. Da sind Köpfe. Da ist ein Kopf. Hier in dem Haus sind Köpfe. Soweit ich weiß, sind hier hinten auch nochmal so Marktstände, wo welche drin stehen. Okay, da sind noch mehr Rüstungsstände. Solche Sachen verursachen natürlich tierische Lags. Aber hier sind überall Köpfe von den Pixelbiestern. Und das finde ich dezent unangebracht. Denn die können mir nicht erzählen, dass sie dafür null Ausgleich bekommen haben für diese Lobby. Und, ah, da ist Nox, okay. Das finde ich dann etwas angebracht, dass halt überall Köpfe von denen sind. Das sind Wachen. Okay, das geht in Ordnung. Aber ich finde es dann etwas angebracht, wenn überall die Köpfe der Pixelbiester sind. Und zum Beispiel hier auch einmal das Symbol von denen, dieses Icon, Zeichen, was auch immer. Ich meine, einmal okay, ich weiß nicht, ob es jetzt häufiger hier drin ist, aber mehrmals fände ich es nicht okay. Weil, ey, ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr dafür nichts bekommen habt. Denn auch die Erbauer der alten Lobby haben dafür was bekommen. Und ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr das umsonst gemacht habt. Denn das frisst natürlich auch Ressourcen bei euch. Und das macht man mal nicht so eben einfach. Und deswegen finde ich es etwas unangebracht. Es kann sein, dass einige der Köpfe sogar ausgetauscht wurden. Und stattdessen jetzt andere Köpfe vorhanden sind. Aber die Masse der Köpfe ist ja doch etwas arg, möchte ich mal behaupten. Wir können hier noch ein bisschen rumfliegen und uns die Lobby angucken. Aber ich fände es eigentlich auch schöner, wenn ihr es selber erforscht. Und vielleicht findet ihr auch ein paar Sachen, ein paar neue Sachen. Denn früher war es ja so, dass der Großteil der Lobby davon ausgefüllt war, dass man zu den Spielmodi kam. Was jetzt hier ja nicht mehr der Fall ist. Das heißt, hier ist viel mehr Fläche zum Erkunden da, die nicht von den Spielmodi eingenommen wird. Und dann wünsche ich euch viel Spaß, das komplett zu erkunden und zu schauen. Vielleicht findet ihr noch irgendwas ganz toll, ganz Tolles. Ja, hier sind ein paar Pilze. Hier ist wieder so ein kleines Dorf. Ich würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß beim Erkunden von dem Ganzen hier. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Das wäre jetzt übrigens nur wirklich eine kleine Vorstellung dieser Lobby. Und so ein bisschen meine Meinung. Ich bin kein großer Fan von den Pixelbeaster-Bauten. Das habe ich schon mehrfach kundgetan. Aber hier die Lobby finde ich ganz in Ordnung. Bis auf diese übertriebenen Rüstungsständer mit Köpfen von der Pixelbeaster-Mannschaft. Aber sonst alles in allem finde ich es gut. Das heißt, ich hate die nicht dafür. Ich finde es halt nur mit den Köpfen etwas unangebracht und übertrieben. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, bei was auch immer ich tue. Und wir landen jetzt mal auf dieser Weltkugel hier. Oder unter der Weltkugel. Okay, die Welt brennt. Na, okay. Interessant. Ja. Erforscht sie. Guckt euch um. Entdeckt ferne Welten. Sammelt Coins. Habt Spaß dabei, die Cosmetics zu sammeln. Und ja, trauert nicht zu sehr um die alte Lobby. Ich habe auch um meine erste Lobby oder meine Lieblingslobby getrauert, aber letzten Endes bedeutet eine neue Lobby ja auch immer, was Neues zu entdecken und eventuell
neue Updates wie jetzt das Coinsystem, über die man sich freuen kann. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.